Hans-Peter Wilhelm, oder uns allen besser bekannt als Harpe Kerkeling, plaudert in seinem Buch »Gebt mir etwas Zeit«, meine Chronik der Ereignisse, wieder einmal aus dem Nähkästchen. Doch anders als in seinen bisherigen Werken konzentrieren sich die Erfahrungsberichte und Anekdoten nicht nur auf das Leben des Entertainers, sondern auch mit einem großen Anteil auf das Leben seiner Vorfahren. Hat der Kerkeling etwa zu viel Zeit und macht jetzt einen auf Hobby-Ahnenforscher? Sind Erzählungen über seinen elffachen Urgroßvater denn genauso interessant wie etwa die Enthüllungen aus seiner Kindheit? Und ist das Buch auch für Kerkeling-Neueinsteiger geeignet? Gebe mir nun etwas Zeit, um dir diese und viele weitere Antworten in dieser Rezension zu liefern. Hier bei Zu Beginn des Buches erklärt Kerkeling im Vorwort der Leserschaft, welche äußeren Umstände er sich zunutze machte und welche Beweggründe er überhaupt hatte, sich mit seinen Vorfahren zu beschäftigen, sowie wie das Ganze heutzutage in etwa ablaufen kann. Anschließend folgen dann einige Gedankengänge zu unseren Ahnen im Allgemeinen und die Auflösung, worauf sich der Titel des Buches bezieht. Spätestens an dieser Stelle lässt sich erahnen, dass die Niederlande und speziell deren Hauptstadt Amsterdam eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Danach gewährt der ehemalige Junge, der an die frische Luft musste, einerseits Einblicke in seine Vergangenheit mit beispielsweise einer nervenaufreibenden Sprachreise nach England als Teenager. Seine ersten Erfolge, Erfahrungen und Rückschläge im Showgeschäft und seine Zeit mit seiner ersten großen Liebe während des aufkommenden HI-Erregers. Auf der anderen Seite nimmt die Lesenden, basierend auf seinen recherchierten Daten und Fakten, mit auf Zeitreise zu seinen Ahnen. Anhand eigens kreierter Geschichten lernt man so zum Beispiel die Kerkelings im Amsterdam des 17. Jahrhunderts während des sogenannten Goldenen Zeitalters kennen und erfährt, welchen blaublütigen Herrscher Harpes Urgroßmutter Anfang des letzten Jahrhunderts kennenlernte. Ich persönlich würde ja, wenn ich so darüber nachdenke, mich nicht als Kerkeling-Fan, sondern eher als Sympathisant bezeichnen. Zwar beziehen sich meine frühesten Erinnerungen an sein Schaffen auf seine Figur des Horst Schlemmer, welcher mir bis zum heutigen Tag nur sehr wenige Lacher entlocken konnte. Weißt du bescheiden, ey? Jedoch zogen mich die Erfahrungsberichte während seiner Reise auf dem Jakobsweg in »Ich bin dann mal weg« und die Darstellung seiner Kindheit und Jugend in »Der Junge muss an die frische Luft«, wie auch Millionen andere Menschen in seinen Bann. Zusätzlich machte er mit seinem legendären Hurz-Sketch, seinem Film »Kein Pardon« und seiner hervorragenden Synchronisation des Schneemanns Olaf in »Die Eiskönigin« die anfänglichen Startschwierigkeiten zwischen ihm und mir vergessen. Na, da kann sich jetzt aber einer so richtig glücklich schätzen. Auf sein Buch »Gebt mir etwas Zeit« bezogen, kann ich zu Beginn festhalten, dass ich wohl noch nie ein so langes Vorwort gesehen oder gehört habe. Das soll jetzt kein Punktabzug sein, ich war eben nur etwas irritiert, da ich mich recht schnell fragte, wann es denn nun mit dem eigentlichen Buch losgehe. Oder ob ich eine Kapitelüberschrift verpasst habe. Allerdings kommt auch hier schon und später im Buch sowieso sein so oft herrlich trockener Humor zum Vorschein, indem er beispielshalber alle Rassisten als Oma-Hasser bezeichnet und dies im Anschluss auch logisch begründet. Bei den Erzählungen rund um seine eigene Vergangenheit und die seiner Vorfahren springt Kerkeling, wie in der Inhaltsbeschreibung erwähnt,
nach jedem Kapitel hin und her, was jedoch gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringt. Einerseits sorgt diese Strukturierung logischerweise für eine erfrischende Abwechslung, vor allem wenn gegebenenfalls Harpes persönliche Enthüllungen oder eben die über seine Ahnen ein Stück mehr des eigenen Interesses geweckt haben. Doch da haben wir eben andererseits das Problem, dass man sich am Ende mancher Kapitel eventuell denkt, och nö, schon wieder ein Zeitsprung? Darüber hätte ich jetzt gerne mehr erfahren und könnte auf das andere gerade verzichten. So ging es mir in etwa mit Harpes Sprachreise nach England, seinen Erlebnissen im Showbusiness und seinem Umgang mit seiner Sexualität und dem HIV in den 80er Jahren. Da ich aber, die treuen Fans dieses Kanals wissen das, auch ein sehr geschichtsinteressierter Mensch bin, empfand ich vor allem die Zeitreise ins goldene Zeitalter der Niederlande mit den vielen eingewobenen Tatsachen und der Familiengeschichte der Kerkelings sowie der Begegnung der Uroma mit einem König weitestgehend sehr faszinierend. Zusammenfassend kann man hier hervorhebend festhalten, dass der Autor sich kritisch mit dem Vergangenen auseinandersetzt. Er, seine Vorfahren und die Gesellschaft haben manches gut und manches eben weniger gut gemacht. Jedoch sind mir meinem Empfinden nach bei manchen Bereichen dieses Buches auch manche Längen aufgefallen. Da wären beispielsweise die etwas zu ausgedehnten Erzählungen über Harpes erste große Liebe, wobei ich sagen muss, dass ihr dramatischer Verlauf mich dann wieder echt gepackt hatte. Oder die manchmal zu ausgeschmückten, fiktiven Dialoge der Vorfahren. Des Weiteren ließen die Zeitsprünge im Laufe des Buches das ein oder andere unsichtbare Fragezeichen über meinem Kopf entstehen. Nach einem geordnet wirkenden Wechsel zwischen den 80er Jahren und der turbulenten Zeit des 17. Jahrhunderts gibt's anschließend plötzlich ein paar Erlebnisse aus den 2010er Jahren, um dann danach einen Zwischenstopp in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts zu machen, nur um dann wieder ins Jahr 1600 Schlag mich tot zu machen. Was ich dir aber auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist die Hörbuchversion des Buches, die wieder einmal vom Autor persönlich eingesprochen wurde. Da gibt es diese Momente, in denen man sich vor Lachen wegschmeißen könnte, wenn er in etwa deutsche Dialekte oder den niederländischen Akzent imitiert. Ich sag nur Rudi Carrell. Aber auch diese Momente, in denen man anhand der Ernsthaftigkeit in seiner Stimme spürt, wie viel ihm dieses oder jenes Thema bedeutet. Bist du denn ein Harpe Kerkeling-Fan? Oder wärst du mit diesem Buch eher ein Neueinsteiger? Sollte Letzteres auf dich zutreffen, dann würde ich dir zuerst einmal eher Der Junge muss an die frische Luft als Buch oder Film empfehlen, da die frühe Lebensgeschichte des Komikers meiner Meinung nach einen nachhaltiger beschäftigt. Alle anderen machen mit Gebt mir etwas Zeit, sofern sie etwas geschichtliches Interesse mitbringen, eigentlich nichts falsch. Obwohl das Buch manche Stellen hat, die eine Kürzung gut vertragen hätten, liefert es überwiegend sehr interessante und umfangreiche Einblicke, sorgt für den einen oder anderen Lacher, lädt aber auch zum Reflektieren ein und regt, so geht es mir zumindest, zur eigenen Ahnenforschung und zur nächsten Reise nach Amsterdam an. Gebt mir etwas Zeit, erhält daher 4 von 5 Sternen von mir. Falls dir dieses Video gefallen und dir weitergeholfen hat, teile es jetzt gerne mit anderen Literaturtrunkenen. Dazu kannst du jetzt noch dein Literaturwissen testen oder erfahren, welche kuriosen Berichte ich aus meiner Zeit im Buchhandel erzählen kann. Es lohnt sich.
Viel Spaß dabei und in diesem Sinne, bleib gesund und stets Literaturtrunken.